Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro A Hero's Tale mit mir, TMWS Ref. Wir machen weiter in der Eiszitadelle und retten die arme Eisprinzessin, ja, vor der düsteren Kälte, ja, in ihrem Schloss, ja. Was die Sache vielleicht ein bisschen ironisch macht, aber ja, ich glaube, halten Füchse nicht auf Winterschlaf? Oder weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass gerade in gewisser jemand gerade nicht in der Nähe ist, weil ich sonst wahrscheinlich eine kleine was zu hören bekommen würde. Und ja, der eigentlich denke ich würde das wissen, dass ob Füchse Säugetiere sind oder ob sie Winterschlaf halten. Nee, nicht Säugetiere, dass sie Winterschlaf halten oder so, ja. Bären tun es, das weiß ich. Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Ja, habe ich und ich fand sie zum Kotzen. Ne, okay, nicht immer. Es gab auch schöne Zeiten in der Schule, aber es gibt so viele Faktoren in der Schule, also zumindest in der Zeit, wo ich sie besucht habe. Ja gut, Leute, ich will doch nicht ständig die Schule schlecht reden, ne? Aber es gab so viele Momente, unausgesprochene Momente in der Schule, mit denen ich darüber eigentlich was heißt nicht reden konnte. Ich meine, ich habe es zwar ausgesprochen, aber wurde so als Bullshit abgetan, wo ich mich dann richtig verarscht gefühlt habe, ey. Wirklich. Ich fand die Schule so zum Kotzen, ey, wisst ihr? Aber es hatte, aber nicht nur, ja. Also es gab 25 oder höchstens 30% waren auch sehr, sehr schön. Wirklich. Ich glaube, die Schulzeit war wahrscheinlich auch für mich so. Wieso erzähle ich das immer jetzt die ganze Zeit über Schule? Ich will darüber nicht reden. Sie war jetzt nicht so eine Sache, wo ich mich jetzt unbedingt umbringen wollte oder was? Keine Ahnung. Wisst ihr was? Ich rede so viel Scheiße jetzt gerade. So viele Themen, die ich eigentlich jetzt hier gar nicht ansprechen will. Einfach nur, weil sie jetzt wahrscheinlich zu ernst sind und hier in diesem Let's Play den Rahmen sprengen würden. Aber, ja. Aber ich denke mal, es gibt auch einige, die die Schule nicht unbedingt prickelnd finden, ne? Aber wie gesagt, nicht prickelnd, aber auch nicht schlecht. Genau. Weil sie war auch nicht schlecht, muss ich auch sagen, ja. Also, liebe Lehrer und Direktoren, fühlt euch bitte nicht jetzt angegriffen von mir. Es ist nur eine Meinungsäußerung, oder... Ja. So reagiert man als Lehrer nicht, ne? Ja, einfach nur eine Reflexion meiner Meinung, ne? Ganz einfach. Oder von Erlebnissen, was weiß ich, in der Schule. So. Nehmt's als Kritik auf, okay? Und nicht als Beleidigung, ne? Das ist auch eine reife, erwachsene Art, die ein Lehrer haben sollte. So, und jetzt genug von Schule. Wir arbeiten oder spielen jetzt weiter hier, genau. Wir widmen uns jetzt Spyro, nicht der Schule. Und Spyro hat auch nie eine Schule besucht und er ist auch intelligent. Ha! Ja, kann zum Beispiel die Welt retten und das jetzt zum 5. Mal. Ja, das lernt man nicht in der Schule. So. Aua! Mensch, du und dein Kumpel kriegen jetzt was durch die Hörner, ja. Mein Gott, So, ich glaube, es wäre mal besser. Ich glaube, ich blamier mich hier total, wenn ich so stürmisch anfange zu kommentieren. Das ist, glaube ich, nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Ja, bitte warte auf mich! Warte mal, wieso gehe ich denn jetzt hier entlang? Wieso? Gehen wir doch den leichten Weg nochmal zurück. Why not? Ist doch simpel, jetzt können wir doch da durchgehen. Aber warte mal. Jetzt. Wir können doch hier runter. Ja, das ist selbstverständlich, können wir hier runter. Und das ganz sachte, ja. Ja. Wartet mal, gab es hier nicht noch ein Loch an der... Noch ein zweites Loch an der Wand? Nee, ne? Oh, schade. Es gibt keinen geheimen Durchgang mehr. So. Gehen wir zurück und wenn jetzt nicht alle Öfen an sind, also dann...
scheint unsere liebe Eisprinzessin ein paar extra Bedürfnisse zu hegen. Ja, also extra Öfen will sie jetzt noch angeheizt haben, die nicht da sind. Hä? Komisch. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das ist nochmal gut gegangen. So, Madame. Halt die Klappe! Oh, viel besser. Diesen tragbaren Heizlüfter brauche ich wohl nicht mehr. Tragbaren Heizlüfter? Lol. Der Lichtstädtestein? Witzig. Okay. Lass ich mal so stehen. So, jetzt, ich denke mal, hier hält uns dann jetzt nichts mehr, außer noch ein Drachenei. Bin mir sicher, das kriegen wir jetzt noch gleich, wenn wir jetzt in den letzten das letzte Areal gehen, wo wir noch nicht waren. Mhm. Ja, dafür müssen wir jetzt nochmal den super Angriff Dingens uns holen. Hey, sei doch nicht so unfreundlich zu mir. Super. Du gehst sofort mal weg. Ja, dich finde ich ohnehin unsympathisch. Der Eisgolem da, der ist mit 1000-mal sympathischer oder 10-mal sympathischer oder 100-mal sympathischer wie du, du kleiner. Genau, okay, ja, mit der Armbrust. Blöd, Mann. So, ja. Okay. Wah! Ihr, nix da. Tschüss, Bärenfallen. Ich komme wahrscheinlich nicht wieder. Oh mein Gott. Er ist überall! Das ist nicht zu fassen. So. Hallo. Und das war der fünfte Dieb, ne? Fünftes Drachenei, fünfter Dieb, ganz genau. Sollen wir nochmal einen Dietrich kaufen? Na, nee, komm, das lassen wir. Lassen wir es mal. Vielleicht sind wir ja jetzt gleich wieder in der Nähe von Gelsachs-Lahn und kriegen ein bisschen billiger. Was will man denn nur noch groß Lieferkosten bezahlen? Ja, wie er mal gesagt hat, Lieferkosten. Was für ein Quatsch. Es wird doch sofort hier hingebeamt. Oder, ja, weiß nicht. Vielleicht sollte man mehr sowas wie Stromkosten dann übernehmen. Oh, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Whatever. Wir betreten dann jetzt wieder ein kleines Reich, das wir schon betreten haben. Ja, wir kommen wieder zurück in Wow. Autsch. Was für ein Glück, dass du so einen harten Schädel hast, Spyro. Ein Lichtstädtestein? Okay, wahrscheinlich sind wir jetzt schon in der neuen Umgebung, ja. Ja, Leute, ich denke, ich werde es jetzt nicht. Jetzt kann man es ohnehin nicht mehr verheimlichen. Wir sind wieder im Frostbeulendorf. Ja, und das hier ist ja jetzt mal super gekonnt. Ja, das habe ich jetzt vermasselt. Toll. Ja, das heißt, wir müssen nochmal zurück zum Powerpunkt. Ich nenne es am liebsten Powerpunkt. Dingens ist für mich so ein Scheiß. So eine dumme Bezeichnung. Nur weil der Professor sich keinen anständigen Namen ausdenken kann für seine Erfindung. Hast du denn kein ehrwürdigen Respekt vor deiner eigenen Schöpfung? How dare you? Oh, da hinten ist ja noch so eine Tür. Ja. Und schon geht's wieder. Obwohl, nee, warte mal. Gibt's hier nicht irgendwie so noch so ein Powerpunkt oder. Nee, warte mal. So, nee, wir müssen nochmal zurück. Die habe ich einfach zu spät gesehen. Das ist schon das zweite Mal. In diesem Part. Ja, Fehler passieren, Leute. Ja, nee, nicht so hastig. Oh, so, zu viel Zeit verloren. Und jetzt nochmal von Startpunkt aus. Genau so. Jetzt gib Stoff, gib Gummi, Alter.
Oh, sind wir schon anfeuern? Obwohl, das geht doch gar nicht. Oh, da? Nee. Nee, das funktioniert nicht. Da muss ich irgendwie anders rein. Das geht sonst nicht. Lass mich mal kurz brainstormen. Ich gehe nochmal kurz hier zurück, weil da war ja noch so ein Areal, wo ich nicht hin konnte. Wahrscheinlich, weil ich den Wandsprung nicht hatte. Oh. Ja, das Feuer tut weh, auch in der Nähe der Kälte. Bin ich hier richtig? Ja. Gold, richtig. Ganz genau. So, nein, wir laufen jetzt nicht nochmal in die Falle. Spyro wird kein zweites Mal gefangen genommen. Das verspreche ich euch. Hoch und heilig. Liebe Zuschauer. Aber das war jetzt ein komischer Stunt. Spyro. So, hallo, du miese Falle. Mir kannst du erstmal gar nichts. Ich habe mir nämlich keine Lust, mit dir irgendwas anzufangen. Ja. Ja, du fällst in die Tiefe, Spyro. Das ist meine Schuld. Ich hab's verstanden. Das musst du mir nicht noch extra an den Ohren leiern. Durch die Kopfhörer, die ich anhabe. Oh, ich muss mich tatsächlich nochmal um dich kümmern. Du brauchst immer einen extra Schmuser-Drücker oder sowas von deinem Lieblingsdrachen, gell? Nicht zu fassen. Werdet mal erwachsen, liebe Gnorks. So, jetzt. So, nicht nochmal dieses krasse Kopfüber. Ja, her mit dem. Wie bin ich denn da das letzte Mal drüber gekommen? So, ja. Ja, das ist gut. So, und... Ja. Ich bin ja so... Egal, nee. Ich habe doppelt Mist gebaut. Ich war ja gerade eben... in der Nähe von Gelsachs Laden. Hätte ich das billiger bekommen können, den Dietrich. Und... Jetzt kaufe ich ihn hier nochmal. Das war jetzt sehr überstürzt. Menno, ja, und komm, wir genießen unseren Wandsprung. Ach ja, und wir sollten auch darauf achten, dass wir nicht von diesen Eiszapfen da erwischt werden. Ey. Das ist doch kein Zufall, dass da unten jetzt irgendwelche Eiszapfen sind, ja? Und da. Naja, das muss jemand arrangiert haben, aber sowas von. Das ist. Also man kann mich doch nicht für dumm verkaufen hier, ne? Ja, natürlich, Spieleentwickler machen das, ja, aber ich meinte jetzt außerhalb des Entwicklungsteams, ne? Immer schön ein bisschen mitdenken, meine Lieben. Ja. Hallo, Schalter. Was triggerst du denn? Ah, ja. Höher mit dem Ding. Und wir ballern jetzt mal wieder stumpfsinnig alles ab. Sogar den Geier, den Geier würde ich jetzt mal gerne verschonen, oder dieser nette Vogel. Alter, die sind ja gestört, wirklich, die ja, gestört. Die fliegen direkt in meine Schusslinie. Hört auf! Wollt ihr nicht von einem, wieso, ihr wollt doch nicht von dieser Kugel erwischt werden, ey. Leute, ich hatte heute ein richtig, so ein ähnliches Ereignis. Ich war Beifahrer von einem VW-Bus und hab, dann war plötzlich eine Katze vor uns. Die wollte nicht weg, wir waren schon so nah an ihr dran und dann kam von der Seite noch die zweite Katze, eine zweite Katze und dann haben die noch so 5 Sekunden vor uns rumgetänzelt, mussten ständig bremsen, wieder Gas geben und
Ja, sind letzten Endes einfach durchgefahren, weil die Katzen einfach zu blöd waren, von der Seite zu gehen. Ich hab noch dem Fahrer gesagt, dass er... Oh, ja, ich hätte es ihm eigentlich gern gesagt, dass er hupen soll, aber... Die sind einfach verdammt nochmal nicht von der Straße gegangen. Und dachte mir so, ey, hallo? Geht doch bitte von der Straße. Muss das jetzt sein? Ist das euer Leben nicht lieb? Ja, und das hat mich jetzt gerade nur an heute erinnert. Sind diese Vögel wirklich so dumm und wollen in die Schusslinie geraten? Ey, Alter, also ich denke mal nicht, dass wir sie überfahren haben, ne? Aber also dass wir sie irgendwie in Mitleidenschaft gezogen haben oder so, aber ey, da haben in dem Moment habe ich mir einfach nur gedacht, Gott, sind diese Katzen dumm, ehrlich. Ja, das soll nicht, ja. Keine Sorge, liebe Katzenliebhaber, das war nicht böse gemeint. Ich denke mal, ihr denkt euch wahrscheinlich auch über euer eigenes Haustier, wie blöd es manchmal ist, oder? Komm, seid doch ehrlich, bitte. Bitte, bitte, bitte seid ehrlich. So, dunkler Edelstein. Du verabschiedest uns, du verabschiedest dich von uns, ja, ja. Genau, du verabschiedest dich von uns. So, und das hier war so eine kleine... Oh, war so ein bisschen knifflig, so, und das hat jetzt leider nicht funktioniert direkt darauf. Nein, wir müssen noch mal auf eine dritte schwebende Plattform und... Na. Und, dann in der Nähe des Lichtedelsteins können wir landen, ja. Bam, bam, bam. Ha! Und so, alle guten Dinge sind drei. Bam. So, hier ist es aber nichts mehr drin. Hm. Nö. Nicht die Bohne. Ja, im Winter wachsen keine Bohnen. Ja. Kommt ihr bitte rauf? Ich kann nicht mal auf diese Plattform da drauf springen. Junge, das ist ja... Obwohl, jetzt doch, hört. Man muss es nur oft genug versuchen. Und mit der richtigen Mühe. Dann klappt alles. Oder das meiste, sagen wir mal. So, jetzt komme ich an dich ran, meine liebenswerte Plattform. Ja, an dich komme ich ran. Aber wie machen wir das? Bei der dritten war das so ein Problem. So, ich springe jetzt... Ah, ist wahrscheinlich doch kein Problem. No, nope. Ach komm, wir holen jetzt erstmal noch schnell die ganzen... Oh, obwohl, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Aber das Umrunden dieser Säule... Von diesem... Für diese drei Plattformen ist schon... Tempo ist langsam, ja. Guck mal, wie wir da hin. Ja. Schöne Gegend. Da war aus heiterem Himmel irgendwelche Schneebälle rauskommen. Oder durchhuschen. Oh, ja. Die Hitze hat mich umgebracht. Hab ich umgehauen. Nee, nicht umgebracht. Umgehauen. Ich habe einen Sonnenbrand. Und das mitten in dieser eisigen Wildnis. Wie kann das sein? Hm. Paranormale Aktivitäten oder was? Nö. Es war einfach nur ein Drache anwesend. Ha! Ja. Ganz genau. So, boah, nicht runterfallen, bitte. Ja, manchmal führe ich dich ziemlich schlecht an, ne? Spyro, gib's ruhig zu. Du kannst ruhig ehrlich zu mir sein. Es ist mit keinem Nachteil verbunden, dass du mir die Wahrheit sagst. Ja, genau. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt nochmal in diese Gegend, die wahrscheinlich jetzt, mit der wir wahrscheinlich jetzt keine guten Erinnerungen verbinden und die auch nicht. So. Und ja, es gibt nämlich noch einen Lichtedelstein dort zu holen. So. Genau, hier wurden wir gefangen. Und keine Angst, hier wird uns jetzt niemand mehr an die Gurgel gehen oder auf uns drauf treten. Oh, oh Gott, ja. Das muss schmerzhaft sein. Das ist schmerzhaft. Lichtedelstein.
Komm her. So, und ja, falls ihr nochmal Bock habt mit Jäger durch die eisige Wildnis oder dem dunklen Gletscher, so heißt das Level, zu gehen, hier ist er. Und hier war sein... Alter, schön... Ja, hat man ja gesehen. Hier hat er ja seine Bogenkünste ausgeübt. Oder, ja, ordentlich trainiert, ne? Und es war genau hier. Hier wurden wir gefangen genommen und er hat es nicht gesehen. Ja, also Sparks hatte keinen weiten Weg zu Jäger. Eigentlich, naja. Aber beurteilen wir das mal nicht so schräg, ne? Stay positive. Yay, komm. Einmal rauf. Ja, jetzt ist aber die Frage, wie komme ich denn jetzt da oben rein? Weil durch den... Ah! Dein... Was weiß ich. Du nervst mich. Schnell, 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 schnell. So, wehe, wenn mich jetzt einer irgendwie jetzt trifft mit einem Speer oder so, dann wird dieser Part ein unschönes Ende finden. Ja, unschönes Ende kann man vergessen hier, ne? So, gut, dann gilt ab jetzt das knifflige Rätsel zu lösen. Wie man jetzt hier durchkommt. Also ich... Mir fällt jetzt gerade keine Lösung ein. Ist hier irgendwo noch so ein Powerpunkt? So ein Dingens. Ja, ich bin... Ihr habt nicht gehört. Aber trotzdem ziehe ich jetzt weiter, Pinguin. Ach, guck mal, da ist ja auch noch so eine... Oh, warte mal. Ich habe meine... dicke, große... steinfeste Theorie. Wir nutzen jetzt das letzte Mal noch diesen Powerpunkt. Ah, dieses Geräusch. Kennt ihr das noch? Ja. Ja, ganz genau. Hier ist nämlich noch denn die Nummer 2 drin. Ganz exakt. So ist es richtig. Und damit können wir jetzt definitiv die andere Tür aufbrechen. Sollen wir sie noch aufbrechen? Ach komm, ja, wir machen es ja aus dem Weg, Kaninchen. Yep! Ja, eins heißt es Geronimo oder was, keine Ahnung. Egal, ich mache hier erstmal ein kleines Päuschen. Ja, ihr habt schon mal Inspiration für den nächsten Part oder was euch im nächsten Part erwarten wird, wisst ihr, ne? Und ich verabschiede mich hier erstmal wieder und ich wünsche euch eine schöne Zeit, okay? Bis zum nächsten Mal, euer TMW Estrevan. Ciao! Und 7 Sekunden Endcard, so wie ich es gern habe. Tschüss!